Grüezi miteinander und herzlich willkommen zum nächsten Rennwochenende in der TWC Touring Car World Championship in der Saison 2021. Das viertletzte Rennen steht an, das Race of UK in Brands Hatch neu, komplett neues Event in diesem Jahr dabei, nach Südafrika, was komplett neu war, jetzt auch Brands Hatch. Die Tourenwagen-WM jetzt auch in Großbritannien unterwegs und es wird sie auch im nächsten Jahr sein. Ja, und es ist ja ein Doppelheader. Was haben wir vor einer Woche am Nürburgring gesehen? Ein interessantes Rennen mit einem dramatischen Ausgang zum Ende. Der Michael Beißler, der hätte ordentliche Start gehabt und hätte lange einen harten Fight mit dem Eichert um den letzten Punkt gehabt. Hat sich dann rausgedreht, verlor die Plätze, ist hinter der Chirac. Erst kam ein Performance-Ruckler, der ihn dann, den, da war er schon Zehnter, dann kam ein Performance-Ruckler, hat die Plätze verloren. Dann hat er sich weggedreht beim Anbremsen in der ersten Kurve auf diesem Grasstück, hat dann nochmal Plätze verloren und am Ende, das Ende vom Lied war dann letztendlich, dass er dann noch den Torpedo auspackt hat und den Chirac rausgekickt hat. Dafür gab es eine Durchfahrtsstrafe und nach der Durchfahrtsstrafe hat er dann eine halbe Runde später das Auto wutentbrannt abgestellt und ist weggelaufen. Kam auch erst wieder spät am Abend in die Box zurück. Das hat ihm natürlich wieder Ärger bei Günther Steiner eingebracht. Und kurz danach der dramatische Wendung um die Führung. Lukas Bär, der mit fast 20 Sekunden Vorsprung, 18,5 Sekunden Vorsprung, souverän das Deutschlandrennen angeführt hat, steckte im Überrundungsverkehr. Da waren Dustin Rolko, Boris Livic und Rocky Bergmann. Und keiner der drei hat es für wichtig empfunden, ordentlich Platz zu machen. Rolko hat nicht gut Platz gemacht, Bergmann, sogar der eigene Magenkollege, hat Bär nicht richtig gesehen. Und dann noch Slivic und der Colin McCain hat die 18 Sekunden aufgeholt, ist am Bär vorbeigefahren und noch am Slivic ordentlich vorbeigefahren. Der vertat sich dann, schrammte an die Boxeneinfahrt, fuhr dann dem Bär noch ins Auto. Am Ende hat Colin McCain seinen dritten Saisonsieg und Karrieresieg geholt und Lukas Bär am Ende zwei Runden vor Schluss den Sieg verloren. War stinkesauer, dann das Auto abgestellt, hat dann, im Teammeeting hat er auf jeden Fall den Bergmann auch so ein bisschen zusammengefaltet und hat gesagt, dass er das nicht mehr, dass er hätte das nicht gemacht, wenn der Rocky um den Sieg gefahren hätte, hätte er Platz gemacht. Also er fand das eine Sauerei und der Rocky hat sich mehrfach entschuldigt. Also da ging es heiß her und auch der Beißler hat sich eine Pfanne voll anhören müssen im Teammeeting, was er da nicht einmal das Auto in Erwägung gezogen hat, in die Box zu holen. Das mussten sie dann per Abschlepper dann an die Box fahren. Und der Beißler ist so ein Dauerthema, denn sein Gemütszustand ist nach wie vor, kann er ja nicht, war ja vor einer Woche alles. Und Brands Hatch ist so eine Strecke, da rechnet der Beißler, hat tatsächlich mal ein Interview gegeben, so ein Radio-Interview bei BBC One. Und hat dann ganz klar gesagt, also der rechnet mit nichts mehr. Ich glaube, ich hole keine Punkte mehr in diesem Jahr. Diese Karre geht mir einfach nur auf den Sack. Ich will es einfach zu Ende bringen. Also gefrusteter Beißler, wir kennen ihn nicht so. Aber wir werden darauf eingehen. Brands Hatch und wir gucken uns mal die Streckekarte an. Der Brands Hatch Circuit, der Grand Prix Kurs. Es gibt ja auch noch diese Indy-Variante, die die DTM jahrelang immer gefahren hat. Jetzt zum Schluss fuhr die auch Grand Prix Kurs. Sind wir mal Jahresanfang, mal im Februar, mal hier ein GT3-Rennen mal gesehen in Assetto Corsa Competizione mit einem M6. Das war mehr schlecht wie recht. Also das ist keine Beißler-Strecke. Also ein kurzer Kurs, 9 Kurven nur. Aber kein einfacher Kurs, denn gerade dieses Infield da, Kurve 1 und 2 sind sehr knifflig, auch 3, 4, da wo es zur Indy-Variante geht. Aber besonders eklig werden dann auch die Kurve 5 und 6. Kann man gut vollfahren, aber dann ist 7 und 8 die Schikane und dann dieser Knick. Also das wird sehr, sehr schwierig. Und
Mal gucken, also Beisler möchte schon gerne mal wieder ein paar Punkte mitnehmen, denn er droht aus der Top 10 zu fallen in der WM. Die Weltmeisterschaft natürlich nach dem Nürburgringrennen kein Thema mehr. Der amtierende Weltmeister Beisler wird seinen Titel abgeben. Wer ihn dann aber holt, das ist noch offen, weil vier Fahrer sind in der Verlosung, diesen Titel zu holen. Aber Brenz Hetsch, Neuko wird ein relativ schnelles Rennen geben. Hoffentlich nicht schnelles Rennen und beenden. Und wir gucken uns mal die Tabelle an. Das ist sehr interessant. Conor Weigel hat genau 100 Punkte jetzt. Er ist nur Siebter geworden am Nürburgring. Auch der stagniert so ein kleines bisschen. Er muss aufpassen, dass er nicht hier, weil Colin McCain mit dem einen Sieg schwupps abgeschlagen gewesen und jetzt schon wieder dran. Also 100 Punkte Conor Weigel. Igor Babic 96. Der hat aber noch kein Rennen gewonnen. Den wird es Zeit, noch eins zu gewinnen. Harald Hörlefsson hat in Südafrika gewonnen mit 88. Der große Verlierer am Ende am Eichert um den letzten Punkt gescheitert. Elfter Woche war einer der Verlierer vor einer Woche. Und Colin McCain, der große Gewinner, am Ende begünstigt durch die Überrunde. Da konnte der McCain nichts für, wenn der Lukas Bär nicht vorbeikommt. Der Colin McCain mit 85. Auch noch in der WM-Verlosung, also 100 zu 96, 88, 85. Das sind 15 Punkte zwischen der ersten vier. Das ist gar nichts bei dem Punktesystem. Also wie gesagt, die erste vier, alle WM-Kandidaten, zwei Alpha-Piloten, zwei Toyota-Piloten. Jake Eberhofer, 30 Punkte Rückstand mit 70 Punkten, bester BMW. Ausgerechnet wieder am Nürburgring in seinem Wohnzimmer, dann nur Drittletzter geworden. Lukas Bär und Rocky Bergmann aus Stevenhardt, da geht es um Platz 5 eng zur Sache. 70, 69, 68, 68 und Michael Ford mit 61 und selbst der Beisler mit 60, wenn der mal wieder ordentlich Punkte holen würde, dann wäre der auch dran. Also das ist ziemlich eng ab Platz 5 bis, kann ich auch sagen, Platz 11 runter, weil der Fuchsi hat nämlich 53 Punkte, der ist seinerseits nämlich noch 7 hinterm Beisler, also auch der mit 2 Podestplätzen in Folge. Der Fuchsi muss ja das Cockpit räumen, das kriegt ja der Beisler im nächsten Jahr, aber er zeigt ja noch einmal, er gibt da nochmal Gas für die Hersteller, weil er will ja das mit dafür beitragen, die Herstellerwertung noch zu verteidigen. Also der Beisler muss jetzt was tun. Michael Ford, ja, schlägt den Chivicki deutlich, stellt den Ford für einen Ford-Piloten Top 10. Das war im letzten Jahr gar nicht denkbar. Also Steven Hart, ein solider dritter Fahrer und dann die drei BMWs. Und es spiegelt sich ja auch in der Herstellerwertung wieder. Wer wird Weltmeister? Wer hat die besten Chancen? Vier Hammer in der Verlosung. Vielleicht noch Jake und Bergmann, wenn es nochmal kurios läuft. Hat man ja gesehen, wie schnell mal einer der Vorderen Nuller hinlegt. Da muss der andere nur gewinnen und zack, bumm. 25 bekommt man für den Sieg, ich war auch schon wieder dran. Also auch Jake und Bergmann möchte ich da noch in den erweiterten Kreis setzen. Oder Lukas Bär könnte da noch ein bisschen für Wirbel sorgen in den letzten vier Rennen mit dem hier an diesem Wochenende eingeschlossen. Danach ist 2 Wochen Pause, nächste Woche ist Grand Prix 3, der Grand Prix von Ungarn. Und dann kommt die TWC Anfang Oktober nach Canberra auf den neuen Stadtkurs. Das wird auch interessant. Also man rechnet damit, Ende Oktober, Anfang November ist dann Saisonende, weil nämlich Sentul und Okayama nochmal ein Doppelheader sein wird. Wahrscheinlich Ende Oktober, Anfang November oder beides Ende Oktober. Das ist noch nicht ganz klar. Herstellerwertung hat Alfa Romeo mit dem starken Ergebnis am Nürburgring wieder übernommen. Mit 249 zu 241, 8 Punkte Vorsprung. Da ist der Sack noch lange nicht gegessen zwischen den beiden Herstellern. Also Alfa Romeo, sehr, sehr sensationell, bester Einsteiger in diese Serie. Und für das Team Duo Racing ist das das Heimspiel. Das ist ein BTCC-Team, was auch den WM-Werkseinsatz leitet. Und für die ist das ein Heimspiel in Brands Hatch. Die sind natürlich doppelt motiviert. Dann Toyota, haben wir ja schon gesagt. Dann BMW 207. Sind 98 Punkte vor Fiat, gesicherte dritte Kraft. Also die haben am Saisonanfang, war es in Kanada sehr stark, dann USA, Brasilien, USA nicht so gut, Brasilien war natürlich der Traum und dann hat sich sogar schon 2 Rennen gewonnen, fast 3. Lukas Bär hat den Sieg ja noch 2 Runden vor Schluss verloren, den Heimsieg. Fiat mit 109 muss aufpassen, denn das sind auch nur noch
20 Punkte vor Ford und der Michael Ford macht einen guten Eindruck und der Chivicki, wenn er es auch hinkriegen wird, hätte auch einen guten Eindruck. Der könnte es auch schaffen, noch weit nach vorne zu kommen. Der Kampf um Platz 4 und dann Audi 35 und Seat 22. Sie werden auch nächstes Jahr noch dabei sein, Seat, aber ob sie 23 noch in der Serie dabei sind, das ist noch nicht sicher, meine Damen und Herren. Und ich würde sagen, mehr gibt es dazu nicht zu sagen. Wir gehen mal auf die Strecke. Die letzten vier Rennen. Brands Hatch ist, glaube ich, sogar Originalstrecke vom Spiel. Die Einstellungen passen soweit. Dann laden wir mal die Strecke. Brands Hatch, das viertletzte Saisonrennen, Runde Nummer 9 der Weltmeisterschaft 2021. Zum ersten Mal die TWC in Großbritannien. Und Brands Hatch ist also eine klassische BTCC-Strecke, die passt sehr gut in diesen Rennkalender. Und wir werden sehen, was dort passiert. Wer kann einen weiteren Vorteil sich erarbeiten in der Weltmeisterschaft? Wir haben ja gesehen, dass 15 Punkte trennen die erste vier, die vier WM-Kandidaten. Der Colin McCain hat sie am Sieg Nürburgring wieder da zurückgekämpft in die WM. Da hat sie auch zu Saisonbeginn schon mal angeführt. Conor Weigel, der muss jetzt aufpassen, weil der Conor Weigel, das könnte ganz schnell nach hinten losgehen. So, ich habe jetzt hier wieder meine Dashboards aktiviert. Mein Tablet, was auch Dashboard ist. Qualifying Zeitemonitor. So, da sind wir schon drin im Spiel und ich würde mal sagen, wir fahren raus. Ja, und da kann ich ein bisschen was erzählen hier. So, wie sieht denn das jetzt hier aus alles hier? Ja, ich habe doch noch alles. Ja, jetzt noch kühles Wetter, denn ich nehme das hier, ihr seht es ja Mitte September, ich nehme das hier Mitte August auf. Gott sei Dank ist der Sommer 2021 in Real war ja bisher eher durchwachsen. Aber es kommt jetzt nochmal zu Mitte, Ende August nochmal eine zweiwöchige Hitzewelle und deswegen, ich dachte, das müssen wir jetzt gucken. Und die Performance-Ruckler kommen auch stark bewölkt in England. Das Wetter für Mitte September natürlich passend. Rausfährt jetzt Patrice Chirac mit dem, den haben wir torpediert am Nürburgring. Da hat sich der Beißler dann auch noch entschuldigt beim Chirac. Aber Michael Beißler, das ist so ein Thema. Am Nürburgring habe viele. Oh, diese Kurve ist natürlich auch sehr ekelhaft. Ja, schon mit dem GT3 sehr ekelhaft zu fahren im Februar. Und wir haben jetzt auch natürlich das Spiel, habe ich vorhin mal kurz gestartet. Einmal. Und wir werden sehen, was dann da passiert, was da Michael Beißler leisten kann. Der ist so ein Streitthema, der Beißler im Moment im Fahrerlager. Fährt nach wie vor unter Bewährung bis Saisonende wegen der Schlägerei, die er damit ausgelöst hat in Imola vor der Sommerpause. Da der Beißler darf sich da ja nichts mehr erlauben. Ist auch verwarnt worden, dass er einfach das Auto abgestellt hat von der Rennleitung. Weil der muss aufpassen, der kann jederzeit eine Rennsperre noch kriegen in der Saison. Durchfahrtsstrafe hat er sicher eingefangen für die Torpedo-Aktion mit dem Patrice Chirac da in der Dunlop-Kehre im Nürburgring vor einer Woche. Da ist dem Chirac wahrscheinlich eine Punktechance gekottet. Deco Impra mit dem sechsten Platz. Starkes Ergebnis für Audi geholt. Ja, Michael Beißler, so ein Streitthema, meine Damen und Herren. Nach wie vor zieht sich der Beißler zurück, hat aber, so habe ich das jetzt vernommen, hat aber schon mit ein, zwei Fahrerkollegen sich so ein bisschen sein Herz geöffnet. Unter anderem Rocky Bergmann und Lukas Bär. Mit dem hat man ihn diese Woche oft gesehen im Fahrerlager. Mit denen beide hat er gesprochen. Der Lukas kennt er ja auch schon von Jugendtage an. Und der Rocky war ja mal ein Klassenkamerad von Beißler. Die waren gemeinsam in der Schule. Und denen hat er sich geöffnet. Und hat so ein bisschen gesagt, was den Beißler gerade aktuell stört, wie unzufrieden er mit seinem Leben und mit allem ist. Und die beiden versuchen ihn aufzumuntern. Aber sonst sind es die einzigsten beiden im Fahrerlager, mit denen der Beißler gerade redet. Ja gut, ab und zu mal mit dem Valvo, mit dem Jake mal so ein Gag. Ja, mit dem Matze Schweizer, da ist so Funkstille mit Beißler und Schweizer. Also man grüßt sich.
Man fragt mal kurz, wie es sich geht. Der Respekt ist da, aber Beißler und Schweizer, die dicke Freundschaft ist es ja nicht mehr. Das haben wir ja aber auch in den letzten Rennen schon vernommen. Und die Zuschauer haben es wohl auch schon vernommen. Colin McCain auf Pogo. Ja, das ist Heimspiel für Duo Racing, das britische Team aus der Nähe von Southampton. Und das ist ja hier Heimspiel für das Team, die den Werkseinsatz im Auftrag für Alfa Romeo leiten, die ja schon BTCC-Champion geworden sind. Dort ist das Saisonfinale dann Ende September. Und die sind schon BTCC-Champion geworden mit Colin McCain. Und jetzt möchte er nicht nur britischer Meister, sondern auch Weltmeister werden. Und ich ahne schon, es wird wieder ein sehr miserables Rennen hier. Rutscher jetzt schon weg. Der Speed nicht da bei dem Fiat. Beißler beschwert sich jetzt schon wieder im Funk, dass die scheiß Karre ja schon wieder nur rutscht. Und Igor Babic. Also das wird schwierig für Punkte. Dann Canberra, weiß ich nicht. Sentul, wissen wir aus dem Vorjahr, wird nichts. Dann bleibt vielleicht noch Japan als Punktechance. Aber es droht auch das Verfehlen des Top-10-Platzes in dieser Saison. Also das ist die schlechteste Saison überhaupt für Beißler. Dem geht es aber auch psychisch aktuell nicht so gut. Das wurde so indirekt auch bestätigt von Seiten Fiat und auch von einigen. Aber man hat auch Bergmann und Bär dazu befragt und die haben gesagt, also zum Zustand von Beißler, das ist eine Sache zwischen Rocky, mir und dem Michael. Da reden wir miteinander, das geht die Öffentlichkeit nichts an. Also die nehmen da den Beißler in Schutz, die halten sich da zurück. Apropos BMW, Bergmann auf der 2, Bär auf der 4. Das scheint auch eine BMW-Strecke zu werden heute. Und ich hab's gesagt, die könnte da vielleicht noch reinspielen in die Nummer. Beißler aktuell noch wieder 20. Conor Weigel, die Karre liegt wieder nicht. Conor Weigel auf der 3, McCain auf der 1. Das könnte spannend werden, denn der McCain könnte dann ja auch wieder bis zu 7, 8 Punkte auf der Conor Weigel aufholen. Und dann geht es in 2 Wochen nach Australien, nach Canberra auf dem neuen, wiederbelebten V8 Supercar-Startkurs, den es ja schon mal Anfang der 2000er gab. Und die Fans dort freuen sich in Australien, dass es die Tourenwagen-WM dort gibt. Babic auf der 3. Der will auch noch ein Rennen gewinnen. Der fährt auch noch um die Weltmeisterschaft. Wichtig, wenn der vor Conor Weigel rauskommt. Beißler kann sich nicht verbessern. Also es wird wieder ein übles Rennen für den Michael Beißler. Hat er schon im Vorfeld gesagt bei BBC One in seinem einzigsten Interview, was er dieser Woche gegeben hat, dass er in Brands Hatch keine Hoffnung sieht. Die Strecke liegt ihm nicht. Die mag er nicht so recht zum Fahren. Also das wird schwierig. Weil hier im Februar zuletzt GT3 unterwegs war und das lag ihm gar nicht. Und das war auch ein Katastrophe-Rennen. Könnt ihr euch ja angucken, ist auf dem Kanal auch drauf, das GT3-Rennen von Mitte Februar müsste es gewesen sein. Also Michael Beißler in der Saison 2021, den kann man eigentlich vergessen. Der Beißler hat auch dann in dem Radio-Interview gesagt, eigentlich würde er am liebsten Saison beenden. Aber Business as usual, er muss es zu Ende bringen. Es ist auch der Anstand und die Ehre, hat er gesagt, dass man das ordentlich zu Ende fährt. Aber die Saison kann man eigentlich in Mülleimer schmeißen, denn jetzt auch hier diese Kurve, meinte ich, wo man dann sehr schlecht rauskommt. Also das ist keine Strecke für uns. Ich denke, es wird eine Hinterhergefahrt. Beißler hat auch gesagt, ob er sich das ganze Rennen antut, ob er da hinterher fährt oder ob er dann irgendwann diesmal auch in die Box, sonst gibt es wieder Ärger mit Günther, und dort abstellt. Das kann sein, dass wir das Rennen hier, je nachdem wie es läuft, nicht komplett zu Ende fahren. Weil so richtig Lust habe ich da drauf nicht mehr mit der Karre, muss ich ehrlich sagen.
Also Beißler geht sehr, sehr schlecht. Viele Baustelle auch seelisch für den Beißler und mental nicht frei im Kopf. Aber die Saison soll schon noch zu Ende gebracht werden. Aber man merkt es ihm an, er ist nicht mental frei im Kopf. Das merkt man in den letzten Rennen ganz deutlich. Und auch hier sehen wir, da ist keine Chance. Weil wir können nachher, ich glaube, wir gehen mal in die Box, können nachher mal gucken, ob wir da irgendwas an Setup verstellen können. Manchmal hat es ja immer irgendwas bewirkt, wenn man irgendwelche Regler rumgeschraubt hat. Aber das gäbe der letzte Startplatz, Slivic vorletzter. Der Eichert macht mal wieder den besten Job, der ist allerdings auch noch 15. Es ist eher was für den Michael Ford. Aber BMW, Alpha, das sind die Große. Czewicki könnte heute die Ford-Punkte holen. Rocky Bergmann, auch hier bremst die Karre einfach nicht. Bricht auch aus, also man kann auch nicht richtig um die Kurve kommen. 10 Sekunden empfehle ich ja noch 7 Sekunden auf der Boris Slivic. Ja, aber die Anzeige sehe ich, die Delta Bar scheint heute auch verbuggt zu sein. Die funktioniert auch nicht richtig. Und da bremst Auto nicht. Ja, wir gehen in die Box. Das bringt nichts. Biege mal ab in die Box. Gucke, ob wir da noch was am Setup machen können. Aber das gibt auch wieder ein Katastrophe-Rennen. Dann Canberra. Da ist die einzige Möglichkeit, wenn wir da gut durchkommen. Conor Weigl jetzt auf der 1. Der hat ja schon 2 Pole Positions, der Conor Weigl. Letzter Sieg war in Frankreich. McCain hat 3, Weigl 2, O'Hurlefson 1 und Babic noch nicht. Der hat den größten Nachteil von den WM-Kandidaten, denn selbst Bär und Eberhofer, die dahinter stehen, haben schon eine Renne gewonnen. Lukas Bär hätte auch gern 2 gewonnen, wenn das am Nürburgring nicht so unglücklich gelaufen wäre. Hat er mittlerweile verdaut, hat gesagt, es ist schlecht gelaufen und wir müssen uns fokussieren, denn das Auto ist gut und wir haben noch Siegchancen mit dem Auto. Die Entwicklung steht stetig nach oben. Es funktioniert alles perfekt bei BMW. Das Team ist eingespielt. Das Auto entwickelt sich nach vorne. Also das sieht gut aus. O'Hurlefson nur auf der 8. Also das ist nicht gut für den Mann, der vor der Saison gesagt hat, er will Weltmeister werden. Es deutet eher auf Colin McCain, Babic oder auch auf den Conor Weiglin, der so natürlich die WM-Führung weiter verteidigt. So, Beißler geht in die Box. Eine sehr twiggy Boxer-Einfahrt. Das ist halt so eine klassische Oldschool-Strecke aus Großbritannien. Das ist nun mal. Das ist halt so richtig Oldschool-Strecke. Aber perfekt für den Rennkalender und für die Tourenwagen. Deswegen fährt ja auch die DTM dort. Ob sie jetzt mit der GT3 noch dort fährt, weiß ich nicht. Aber sie ist auf jeden Fall dort gefahren. Wir gehen mal in die Box. Wir haben 10,1. Wir haben ja sogar 3,5 Sekunden auf der Slivage Rückstand. Das ist ja noch schlimmer. Und Setup, was können wir denn da machen? Am Tank brauchen wir nichts. Aero, wir können mal den Wing nach oben stellen. Ja, da habe ich jetzt leider zu wenig. Probieren wir mal das aus. Anpassungen. Machen wir mal alles hier um 1 hoch. Ob das da was bringt, was ich da jetzt herumdrücke, weiß ich nicht. Bremskraft, Bremsbalance, die können wir mal ein bisschen höher stellen. Mal gucken, ob das was bringt. Aber wir gucken jetzt mal,
noch ein bisschen andere Fahrer an, zum Beispiel Conor Weigl. Oh, Hörlefson scheint hier wieder, der scheint jetzt so ein bisschen einen Knick zu haben. Der hatte mal einen Hoch gehabt, Südafrika, Portugal, Frankreich fing schon an. Also zur Saisonmitte, jetzt gegen Ende knickt da ein, der Hörlefson. Conor Weigl ist tatsächlich der bisher am konstantesten in der Saison kommt. Deswegen führt er ja auch immer noch die Tabelle an, weil er am konstantesten trotzdem irgendwie, auch wenn es nicht für ganz vorne reicht, dann auch mal so einen 6., 7., 8. Platz mal mitnimmt, weil das sind ja auch wichtige Punkte. Conor Weigl, ich glaube, ein DNF hat er dieses Jahr auch schon gehabt. Oh, Hörlefson, sehr instabil. Babic macht auch immer das Beste aus den Möglichkeiten. Und der Colin McCain, der hat der Pech und auch ein bisschen Durchhänger, der kommt jetzt zur Saisonende. Aber so am konstantesten Conor Weigl und dann hätte ich noch gesagt, der Igor Babic, dem fehlt allerdings halt der Rennsieg. Dem Auto sitzt ja nächstes Jahr an der Seite von Hörlefson und Weigl Michael Beißler. Das ist ja schon seit Nürburgring klar, dass der Beißler von Fiat zu Toyota gehen wird. Und nicht nur GT1, sondern auch die Tourenwagen-WM dann für den japanischen Hersteller bestreitet. Ah, schöne Studie. Ein kleiner Schlenker hat er jetzt gehabt, der Conor Weigl. 1,35, es könnte schnelles Rennen geben. 20 Runde natürlich wieder. Matze Schweizer. Valvo mit einem starken 9. für den Seat der Strecke. Ah, Valvo mag auch britische Strecken. Es könnte ihm entgegenkommen. Aber dann da vorne alle drei BMW. Bergmann auf der 3, Eberhofer 6, Bär 7, dann McCain auf der 2, Babic, ja, also das ist ja das Heimspiel für das Team. Gutes Qualifier, Conor Weigl verbessert sich nicht. Wir gehen mal hinter Colin McCain. Viele Fans hat ja hier Prenzetsch in der BTCC schon gewonnen. Der US-Amerikaner, 3 Karriere, gleichzeitig auch Saisonsiege. 6 Saisonsiege haben zum Titel gereicht in der BTCC. Da hat er ja zuletzt in Knockhill dann mit dem Sieg, seinem 6. Saisonsieg, die Meisterschaft dort fixiert. Vor Rob Austin, der Zweiter geworden ist jetzt in der Meisterschaft. Da ist ja das Finale dann in Truxton noch. Was ist dann nächste Woche? Das haben wir ja nicht im Programm. Das ist dann nach diesem Rennen, da bleiben das Dual Racing Team gerade in Großbritannien. Das passt ihnen ganz gut, dass das so gelegt ist. Da hat man weniger Reisestrapazen. Steven Hart, solide dritte Fahrer. Deco Impra. Audi wieder an Punkte dran. Aber Seat will noch ein bisschen aufholen. Will nicht unbedingt Letzter werden. Diesmal Letzter aber mit schon mal 22 Punkte. 22 mehr als 2020. Da gab es 0. Haben wir denn dann noch? Haben wir denn auch noch einen BMW? Ah, der Rocky fährt nochmal raus. Ja. Czewicki steht in der Box. Eberhofer sehen wir hier. Jake Eberhofer, der auch einen ordentlichen Formel-1-Auftakt in Grand Prix 3 für McLaren BMW hat. Hätte in Japan das Rennen gewinnen können, dann aber im Regen am Körper ausgerutscht, hat der Lukas mit rausgenommen und der Valvo war am Ende der überraschende Rennsieger. Bär haben wir hier, Hörlefson, Valvo, da fährt der Navarro vor ihm. Seat bleibt auch mit diesem Fahrerkader. Valvo hat gesagt, okay, ich bleibe noch die Saison, aber wenn nächste Saison nichts passiert, dann tue ich mir das nimmer an. Also jetzt, wo er dann den zweiten Frühling in Grand Prix 3 nochmal erlebt mit Red Bull, sagt er, ich muss mir jetzt nicht nochmal diese Hinterbänkler-Teams antun, die ich mir auch jahrelang der Formel 1 angetan habe. Und ob Seat nach 22 noch dabei sein wird, es gibt Gerüchte, dass man dann sich zurückzieht aus der Serie. Dass man es gut sein lässt. Eberhofer auf der 5. Zeitverbesserung von Jake Eberhofer gerade reingekommen. Startplatz 5. Der gewann in Imola. Jake Eberhofer, der hätte auch die erste beiden Formel 1 Grand Prix gewinnen können. WM 5. dort. Aber Tourenwagen WM wird es in der Saison noch nicht reichen. Babic, Eberhofer, Czewicki fährt raus. Da sollte man auch nochmal rausfahren. Oh, das wird knapp. Wo ist denn der Beißler? Wo ist denn der Beißler? Aber der Beißler hat jetzt lange sich zurückgehalten. Dann ist dir eine Eingefallen. Du sollst vielleicht nochmal rausfahren.
zumindest einmal, um die Setup-Einstellungen einmal zu testen. Aber ich glaube nicht, dass es für die Runde mehr reicht. Aber der Beißler, dem ist das egal, der hat auch nicht mehr so wirklich Lust. Aber klar, es sieht ja auch ein, ja, wir sollten aber zumindest mal das umgestellte Setup noch testen fürs Rennen. Aber das gibt kein großes... Er hat seinem Team, seinem Renningenieur schon angekündigt, also wenn ich da hinterher fahre, werde ich das Rennen nicht komplett zu Ende fahren. Weil das tue ich mir nicht mehr an. Und mittlerweile müssen sie froh sein, wenn der Beißler halbwegs normal und kein Unsinn macht. Dann hat man Günther Steiner Renningenieur gesagt, ja, dann fahr's aber diesmal bitte an die Box, Witter, nicht irgendwo abstelle. Das kostet nur Geld, wenn Witter irgendeinen Abschleppdienst vorbeibringen muss. Das müssen wir dann nämlich wieder als Strafe zahlen bei der Rennleitung, den Quatsch. Es ist immer noch leicht rutschig, aber wir kommen um manche Stelle rum. Also vielleicht können wir mit dem Setup das Rennen zumindest mal angehen. Aber es wird keine Runde mehr werte. Das heißt, Startplatz 20... Ja, die Kurve kriegen wir immer noch nicht. Ja, einmal kurz rausgefahren. Startplatz 20 wird es für den Beißler. Zeit ist abgelaufen. Kann auch gleich in die Box abbiegen. Rocky Bergmann auf der 3. Beißler sagt, ist nicht zufrieden mit dem Setup. Ich würde gerne nochmal fürs Rennen was machen. Irgendwelche Regler noch drehe. Wir werden in dem Rennen eh nichts reißen. Und das könnte dann, wo ist der Fuchsi? Der ist nur 16. Also könnte seinen 10. Platz noch behalten. So, Beißler ist raus. Connor Weigel, Colin McCain. Bergmann fährt noch. Eberhofer, Nico Czewicki. Der hat im Qualifying bisher immer brilliert, hat aber sein Problem, dass er in den Rennen abgebaut hat immer. Und Matze Schweizer stand da kurz mal draußen. Schweizer ist da kurz mal rausgesegelt. Chirac, Ford, Eichert, der beste Fiat, allerdings nur Startplatz 15. Also der Fiat fällt jetzt doch zum Saisonende immer weiter zurück. Da geht auch in der Entwicklung nichts mehr vor. Es liegt auch daran, dass der Beißler keine Lust mehr hat mitzuhelfen. Und Eichert, da wohl, und Slivic wäre noch so der Entwicklungsfahrer. Und Eichert, ist nicht so der Bombe-Entwicklungsfahrer, sagen wir es mal so. Fahre kann er, aber ist kein Entwicklungstyp. Und, Czewicki haben wir noch. Ja, und das ist die Pole Nummer 3 für Connor Weigel. In seiner Karriere die dritte Pole Position führte Connor Weigel. Und der Beißler hat gesagt, er will die Reifendrücke erhöht haben. Und die Bremsbalance bei 80% jetzt. Also der Beißler, der möchte gerne mit höherem Reifedruck fahren im Medium-Reifer, hat er gesagt. Vielleicht die Chance, da was zu bewegen. Aber am Ende ist es das Qualifying-Ergebnis. Ja, das ist ernüchternd für den Michael Beißler. Und hier ist es sehr schwer. Hier ist das ganz kurze Weg bis zur ersten Kurve, die schon bergab geht. Es ist ja eine Berg- und Talbahn hier. So eine richtige Oldschool-Strecke. Das wird sehr schwierig, hier in Brands Hatch für Beißler viel Plätze aufzuholen oder generell zu überholen. Gehen wir mal das Ergebnis durch. Connor Weigel mit seiner dritten Pole-Position der TWC. Der hat ja in Frankreich die Pole-Position schon zuletzt gehabt. Da hat er gewonnen. Und wenn er gewinnt, bleibt er natürlich weiter in WM-Führung. Also der konstanteste Pilot bisher in der Saison tatsächlich Connor Weigel. Für mich auch der größte Kandidat, diese Weltmeisterschaft zu gewinnen in diesem Jahr. Colin McCain aber motiviert, nur 2000stel hinterm Connor Weigel auf der 2. Rocky Bergmann auf der 3. Ein weiteres Podest für BMW könnte winken. Dann Igor Babic. Der muss einen guten Start haben, der will unbedingt das Rennen gewinnen.
auch ein WM-Kader. Jake Eberhofer auf der 5 von Nico Czibicki, Lukas Bär und Harald O'Hörlefsson knickt jetzt so ein bisschen ein. Also der Conor Weigel stellt die Toyota-Jungs jetzt absolut in Schatten. Ja, O'Hörlefsson schwindet da jetzt so langsam der WM-Traum wieder. Dann Valvo mit dem starken Qualifying-Ergebnis P9 für Seat, der Österreicher mit seinem zweiten Frühling. Beflügelt von seinem Formel-1-Sieg in Grand Prix 3, den er in Japan geholt hat, im Regen. Regen haben wir nicht in dem Spiel, es ist ein sehr stark bewölktes Wochenende. So typisch herbstlich britisch, fehlt nur noch der Regen. Dann Stevenhardt, ja, auf der 10, solide zweiter Fahrer. Der einzige Brite im Starterfeld, Heimspiel für ihn. Frederico de Coimbra, zufrieden ist man mit dem Audi, man ist dran, mit dem guten Start den Punkt mitzunehmen. Matze Schweizer auf der 12, Patrice Chirac, Michael Ford, Michael Eichert, der beste Fiat. Also im Moment ist tatsächlich eher der Eichert der beste bei Fiat. Der Eichert und Slivic bleiben auch im nächsten Jahr bei Fiat. Und wer den Beißler ersetzen wird, ist noch nicht ganz klar. Es könnte mit Sören Gellweiler ein zweiter Schweizer reinkommen. Fuxi nach 2 Podestplätzen in Folge wieder nur 16. Das ist schlecht für die Herstellerwertung. Wir haben 1, 8 und 16 gegenüber 2, 4 und 10. Alfa Romeo könnte sich wieder weiter absetzen, dem Toyota aber kurzzeitig geführt hat wieder. Danach haben wir eben noch 3 Rennen. Wir haben dann in 2 Wochen das Stadtrennen in Canberra. Da kann alles Mögliche passieren. Und dann der Doppelheader in Sentul, Indonesien und Okayama, Japan. So viele Rennen sind es nämlich nicht mehr. Und da könnte es für Toyota nochmal hinterher raus schlecht werde, wenn man jetzt die Punkte verliert. Dann haben wir über Eichert, Fuchs haben wir schon gehabt, Dustin Rolko, Juan Navarro, Boris Slivic und Michael Beißler, der jetzt den Reifendruck erhöhen lassen hat fürs Rennen, haben wir gehört. Und an der Bremsbalance haben sie nochmal ein bisschen was verstellt. Mehr Möglichkeiten sieht der Beißler nicht. Er sieht auch kein langes Rennen vor sich, also das ist natürlich auch nicht der Asphalttemperatur 18 Grad, das müsste dem Pirelli-Reife zugute kommen, der könnte nicht so schnell kaputt gehen wie jetzt auf Strecken wie Frankreich, wo es so heiß ist, wo er auch hart kämpfen hat müssen in Frankreich, um das Podest zu holen, aber vom Podestplatz ist der Beißler weit weg. Ja, und weit weg sind wir nicht mehr vom Rennen, meine Damen und Herren. Das war's von der Übertragung vom Qualifying aus Brands Hatch. Morgen dann das Rennen der Race of UK in Brands Hatch, 20 Runde. Und ich bin sehr gespannt, ob der Conor Weigel wäre sein dritter Saisonsieg. Hätte damit McCain gleichgezogen. Und sein Gesamt, ja, Weigel hat ja 4, dann wäre er der neue Rekordsieger der TWC mit 5 TWC-Siegen, hätte dann den Beißler überholt, hat jetzt mit dem Beißler gleichgezogen, hätte dann den Beißler überholt, also das wird interessant, was da passiert. Das sehen wir alles morgen dann bei Race of UK, der TWC 2021, sag schon mal Keep Racing, auf Wiederlorge. Danke euch fürs Zuschauen und fürs Dabeisein und dann bis morgen zum Rennen. Tschüss!